Weiter geht's bei Humankind und unseren Babyloniern. Am Anfang möchte ich gerne zwei Sachen wissen von euch. Und Nummer eins, wenn ihr einen guten Namen habt für unsere Hauptstadt, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Ich würde nämlich tatsächlich gerne unsere Hauptstadt umbenennen und wenn ihr einen coolen Namen habt, dann schreibt es gerne. Nummer zwei, ich habe den Listenmodus angemacht, weil mir diese Übersichtlichkeit hier besser gefällt. Wenn euch das stört und wenn ihr gerne diesen Modus mit den schönen großen Bildern hättet, der irgendwie auch nicht so viel mehr bringt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werde ich mal überlegen, ob wir den wieder anmachen. Ansonsten würde ich den Listenmodus anmachen. Ich hoffe, ihr könnt dort auch alles sehen und lesen, was ich mache. Gut, dann zurück zum Spiel. Ich möchte gerne hier in Babylon ein Holzlager bauen. Und das, ich habe das mal nachgezählt, bringt uns 9 Produktionen mehr. Und das sind hier schon mal 1,5 Jobs, die wir hier ausgleichen würden. Also das ist schon ganz mächtig. Und ich glaube, das bringt uns im Moment mehr, wenn wir dieses Gebäude jetzt bauen. Okay, ansonsten auch nochmal ein kleiner Hinweis zum Thema Einfluss. Das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen. Wenn dieses Gebiet jetzt zu unserem Einfluss übertritt, dann ist das für uns grundsätzlich gut. Aber was würde es denn heißen, wenn es zu den Nubiern geht? Das ist eigentlich erstmal nur ein Kriegsgrund. Der Einfluss, die Einflussverbreitung ist im Moment nur ein Kriegsgrund, den wir bekommen könnten, oder die Nubier, je nachdem zu wem es gehört. Das heißt, gehört uns das Gebiet und der Einfluss der Nubier ist dort sehr groß. Können wir ihnen den Krieg erklären, um das zu bekommen? Oder wenn unser Einfluss bei ihnen rüberschwappt, ist es halt entsprechend, dann können sie uns den Krieg erklären, weil sie dann Groll haben, um dieses Gebiet zu bekommen. Das ist im Prinzip im Moment einfach nur eine Legitimation für Krieg. Viel mehr gibt es da nicht. Es gibt noch die Möglichkeit, dass gewisse Einflüsse, technologische Einflüsse rüberschwappen, wenn ihr wirklich eine extrem überlegene Kultur an der Grenze habt. Aber das, denke ich, haben wir hier in dem Fall nicht. Okay, dann nächste Runde. So, Gebiet Kervante zu neuer Religion konvertiert. Plündern erfolgreich, sehr gut. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, das konvertiert zum Nerdismus. Das ist ja nice. Jetzt haben wir hier 4, 6, 8 Anhänger. Ah, wir bräuchten 25. Das wäre cool. Aber das werden wir mit Sicherheit auch noch bekommen. So. Dann gehen wir mal weiter. Wo sind unsere Einheiten? Einmal dort. Ja, jetzt müssen wir den Plan mal machen, wo wir lang gehen. Mit der Einheit. Ach, das ist unsere Stadt. Aber wir hatten hier irgendwo noch eine Einheit. Genau. Mit der Einheit gehen wir dahin. Das bringt uns 8 Forschung und 10 Einfluss. Sehr schön. Und dann gehen wir hier vorsichtig vorbei. Ganz leise. Nicht, dass wir das Mammut hier in seinem Schlaf stören. Und erkunden den Bereich. Dann gehen wir mit dir hier runter. Oder auch nicht. Oder wir gucken uns gleich das an. Aber Leute, erstmal ehrlich, also die Ecke ist ja auch wohl wunderschön, oder? Also diese großen Berge hier und hier mittendrin eine Oase. Oh, ich finde das so schade. Ich kann hier nicht näher ranzoomen. Und hier einen Elefant, der hier langläuft. Oh Gott, ist das cool. Also das ist schon ziemlich nice, das Spiel. Auch von der Grafik. Okay, gut. Er ist fertig und mit ihm gehen wir hier unten runter in die Richtung. Können wir hier irgendwie einfach rauf? Ne, dann gehen wir erstmal hier an der Grenze vorbei. Vielleicht kommen wir hier auf diese Steilküste irgendwie rauf. Demnächst. Da ist eine Kuriosität. Dann ziehen wir dich in der nächsten Runde mal raus, dass er dorthin geht. So, du bist auf dem Weg nach da. Genau, mit dir wollten wir hier weitergehen. Und er wird einen kleinen Bogen machen und dann treffen sich beide hier unten wieder. Und dann gehen die Einheiten hier in diesem Bereich weiter erkunden, dass wir jetzt wirklich in jede Richtung eine Einheit haben und hier systematisch den Fog of War aufdecken. Denn die Karte ist noch groß genug. Da haben wir noch eine Menge zu erkunden. Okay. So, mit dir möchte ich gerne mal in Richtung von dem Grünen. Sollen wir mehr über ihn erfahren. Gehen mal hier rauf in der nächsten Runde. Können wir uns schon vorstellen? Ah, noch nicht. Vielleicht in der nächsten Runde. So, mit dir gehen wir da unten runter. Hier gibt es auch nichts Interessantes im Moment. Ja, was heißt nichts Interessantes? Hier gibt es halt
Weihrauch und Kaffee. Das ist halt schon irgendwie interessant. Ein weiter. Also, die Ecke ist auch sehr cool, ne? Hier eine Stadt hingebaut, dann hätten wir über diese Berge unheimlich viel Industrieproduktion. Und hier könnten wir sehr schön Nahrung produzieren. Also, die Ecke hier unten ist echt schick, muss man wirklich sagen. Das ist schon eine schicke Ecke, wo wir hier sind. So, einmal die restlichen Einheiten bewegen. Und dann reden wir nochmal mit unserem blauen Freund. A delight to see you again. Ja, das finde ich auch. Wir schauen mal, wie es bei ihm aussieht. Wir sind mächtiger als sie, das war zu erwarten. Ihre Kriegsunterstützung ist geringer als unsere. Sie haben Groll gegen uns. Also 2 zu 1 Daumen nach oben ist schon mal gut. Dann können wir mal gucken, ob wir das hier machen können. Aber ich möchte kein Geld dafür ausgeben. We would all benefit from growing closer, don't you think? Jetzt sage ich es gerade. Und dann würde er es tatsächlich machen. If you follow me. I see. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir auf Lager haben. 70. Wir würfeln das aus. Also, jetzt habe ich es gerade gesagt, dass ich kein Geld dafür ausgeben würde, aber wir würfeln das aus. Und es ist die 3. Und die 3 heißt bei mir, ja, wir machen es. Annehmen. So, ich bin übrigens ein großer Rollenspiel-Fan und ich habe immer ein paar Würfel hier neben mir stehen, um solche Sachen, wo ich mir nicht sicher bin, einfach per Zufall zu erwürfeln. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier erkundet haben. Ernsthaft? Dafür habe ich jetzt 40 ausgegeben. Wirklich? Das war jetzt... Okay, also wir wissen aber, er ist hier auf seiner Halbinsel gefangen und hier gibt es... Hier gibt es Ambra. Was ist das? Walfisch, ne? Wow. Sehr cool. Hier gibt es auf jeden Fall eine vorgelagerte Insel. Also hier geht es schon mal weiter. Jetzt hat die Frage, ob das ein Kontinent ist, der quasi hier über die gesamte Karte geht. Oder ob das nur eine Insel ist. Auf jeden Fall viel zu tun. Okay. Wir haben alles gemacht. Nächste Runde. So, dann bleiben wir gleich mal hier unten und gehen mit der Einheit einmal dahin. Gucken, was wir kriegen. Jawohl, 40 Gold, da haben wir das schon wieder raus. Und mit der Einheit gehen wir dahin und holen uns diese Kuriosität. Sehr gut. So, dann die Armee. Ja, was machen wir mit dir? In welche Richtung gehen wir? Ich würde sagen, erstmal da hoch und dann schauen wir mal, was wir da Schönes... Oh. Ja, ich würde sagen, wir gehen genau hier mitten durch. Genau da lang. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, sehr gut. Da können wir uns gleich noch was holen. Und danach würde ich sagen, holen wir uns die Zuflucht und gehen dann hier unten lang. So, die Armee ist untätig. Und jetzt will ich mal sehen, wer das hier ist. Immer noch nichts festgestellt. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass hier... irgendwas ist. Wir hätten wahrscheinlich hier mal hingehen sollen. Okay. Wir gehen in der nächsten Runde hier weiter. Mal gucken, ob wir seine Hauptstadt hier entdecken. So, jetzt müssen wir aber noch diese Einheit ziehen. Ein Mammut und eine Zuflucht. Ich würde sagen, wir kümmern uns erst hier um die Zuflucht. Und dann gehen wir in einem kleinen Bogen hier rum und gucken mal da weiter. Dass wir auf jeden Fall die mitnehmen. So, Kuriosität entdeckt. Das heißt, er hier ist mitten durchgelaufen. Ja, okay, ist gut. Also, jetzt ist die Frage, wo wir eine Stadt gründen. Wir haben 160. Die erste Stadtgründung kostet 160. Wir können das hier machen. Dann hätten wir hier wenig Nahrung. 4, 3. Aber Produktion. Und hier hätten wir... Also, so viel nimmt sich das nicht, ne? Hier hätten wir ja ein bisschen mehr Produktion, glaube ich. Ah, es ist, glaube ich, egal. 4-2 in der Hauptstadt, 5-2. Das ist eine schwierige Sache. Sieht man das hier besser? Bei den Außenposten? Ja, wir gucken Ein und Nunki an. Da hätten wir 9 und 9. Oh, Nunki ist bei 13 und 11. Ja, alles klar, da machen wir... ganz klar aus Nunki
eine Stadt. So, und das ist die Stadt Sipar. Und wenn ihr auch dafür einen schönen Namen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und an Sipar, jetzt gucken wir mal, ob Chara oder Ein die bessere Wahl ist. Zum Angliedern. Wir haben noch zwei Außenposten. Chara hat 4 und 13. Wow. Und Ein haben wir gerade 9 und 9 gesehen. Dann werden wir erstmal Chara angliedern in der nächsten Runde an Sipar. Das kostet uns 30, das reicht nicht ganz. Vielleicht kriegen wir durch die Erkundung ein bisschen was. Dann haben wir eine relativ große Stadt. Was wir mit Ein machen, werden wir dann noch sehen. Und in dieser Stadt möchte ich als allererstes den öffentlichen Brunnen nicht... Wo haben wir ihn? Kornspeicher, Töpferei. So, die wollen wir bauen. Das bringt mehr Einfluss und danach bauen wir ein Bauernviertel. Beziehungsweise wir können auch das Haus der Astronomie bauen. Das bringt uns dann 3 Wissenschaft pro Bauernviertel, was angrenzt. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung können wir gut Bauernviertel bauen? Das wäre, wenn überhaupt, in diese Richtung. Wir gucken mal. Das heißt, hier hätten wir plus 5... Hier plus 1, also wenn überhaupt hier in die Richtung weiter. Plus 3, plus 4, plus 5 ginge natürlich hier unten auch. Was haben wir da in Zukunft? Wir schauen mal. Ja, das ist aber, das geht. Also hier oben ist es besser, weil wir hier oben mehr Potenzial haben, um uns auszubreiten. Dann könnte man hier das Haus der Astronomie bauen, das bringt uns plus 4 Nahrung, allerdings minus 2 für Produktion, aber aus Chara kommt ja Produktion rüber. Das machen wir. Einmal dort rein. Okay. Sehr gut. Dann bewegen wir mal unsere Einheiten. Plus 20. Jawohl. Dann gucken wir mal, dass wir mit ihm hier unten weitergehen. Da ist eine Zuflucht, dann gehen wir doch einfach mal dahin und holen uns die Zuflucht. So. Dich haben wir gezogen, dich haben wir auch gezogen. Euch haben wir gezogen, dich hatten wir bewegt. Dann haben wir alles gemacht. Nächste Runde. Die Bevölkerung von Carvantas hat um 1 zugenommen. Die Steinmetzkunst wurde erforscht. Dank der Fähigkeit, Steine in Form zu beschlagen und mit Mörtel zu verbinden, können Gebäude Jahrhunderte überdauern. Das verändert den Charakter von Städten. Das ist sehr schön. Und ein weiterer Epochenstar. Das heißt, wir sind bei 400 und sind damit momentan an Platz Nummer 1. Und das, obwohl wir nur 2 Sterne haben. Sehr schön. So, ihr habt erfolgreich geplündert. Sehr gut, dann gehen wir einmal da oben lang. Oh, eine weitere Einheit. Ja, top. Dann gehst du einfach hier unten weiter. Ist doch super. Dann kannst du tatsächlich diesen Weg weitergehen und du gehst einfach da unten weiter. Sehr gut. So, nächste Einheit. Wir wollten uns mit dir hier unten vereinen. Das machen wir auch, dass wir hier gemeinsam weitergehen. So. Nächste Einheit bist du. Du gehst da zur Zuflucht. Und einmal ausräubern, bitte. Okay, wir gehen hier weiter. Und ich bin mal echt gespannt, wer das hier ist. They have a certain appeal, the Olmecs. Die Olmecs. Die Olmecs. Your people don't start liking the neighbors more than you. Wow. Was hat der denn hier? Pferde, Wissenschaft und 2 heiße Quellen nebeneinander. Wow. Da bin ich ja... Also von der Karte hier bin ich ja fast ein bisschen begeistert. Das ist ja krass. Okay. Dann gucken wir uns das mal an. I have a proposition for you. I think you'll like it. Interesting. We will reflect upon it. Ja, ich denke, mit Luxusgütern handeln. Das können wir hier ruhig mal machen. Loyal und rachsüchtig. Eieieiei. Beziehungen. Es herrscht Frieden zwischen euch und den Olmeken und das soll auch gern so bleiben. Die sind ja nun ein bisschen weiter weg. Also von daher. Das kann gern erstmal so bleiben. So, 2 untätige Armeen. Hier unten. Genau, mit dir gehen wir hier lang. Gott, ist das auch hübsch, oder? Hier so ein schöner kleiner Gebirgsgang hier zwischen. Also, Chapeau. Das ist echt ein tolles Spiel.
So, einmal da rein. Und jetzt müssen wir leider schon umdrehen und wir haben immer noch keinen Einfluss gewonnen. Ich würde nämlich gerne diese Zuflucht noch nehmen. Zwei sogar. Boah. Auch nicht schlecht. So, Forschung. Jetzt ist die große Frage, was wir machen. Wir gucken uns nochmal die aktuelle Situation an. Fischerei würde so allmählich in Sipar tatsächlich Sinn machen. Aber wir kommen hier nicht raus. Das heißt, für Fischerei ja, für Erkundung nein, weil wir nicht rauskommen. Also müsste man überlegen, ob wir mit ihm mal reden zum Thema offene Grenzen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir hier wirklich offene Grenzen kriegen. Das könnte man machen. Ansonsten macht, glaube ich, die Fischerei keinen großen Sinn. Also, hier würden wir Kupfer sehen. Das wäre ziemlich wichtig, denn da würden wir den Sabu Sarquasti bekommen, unsere Spezialeinheit, Kavallerieabwehreinheit. Ansonsten, was natürlich auch wichtig ist, ist das Rad mit Straßen. Und ich würde tatsächlich das erstmal bevorzugen, dass wir Straßen haben. Und danach würde ich tatsächlich in die Bronzeverarbeitung gehen. Genau, machen wir das so. Okay, einmal die Einheit bewegen. Und dann schauen wir nochmal in unsere Punkte rein. Wir brauchen noch 4 Techs für den nächsten Stern beim Thema Wissenschaft. Wir brauchen noch 3 Pops. Dann haben wir die nächste Stufe erreicht bei der Landwirtschaft. Das heißt, hier haben wir noch 2 möglich. Ich denke, hier haben wir auch noch einen möglich. Das ist momentan unrealistisch. Da bräuchten wir wahrscheinlich ein paar mehr Pops für, die Geld produzieren. Das ist im Moment... Jetzt die Frage, zerstört insgesamt 6 Militäreinheiten, gelten da auch Tiere für? Das könnten wir mal ausprobieren. Ich meine, Tiere gibt es hier genug. Das können wir machen. Also den Stern, wenn Tiere dazu zählen, könnten wir machen. Das kriegen wir auch hin. Nur 14 Gebiete ist momentan noch ein bisschen unrealistisch. Da produzieren wir noch zu wenig Einfluss für. Okay, nächste Runde. So, ihr habt erfolgreich geplündert. Ja, wir haben jetzt mehr als einmal geplündert. So, wir fangen oben an. Gehen mit dir weiter. Ja, hier kommt er schon direkt. Wir wollen hier keinen Stress mit dir. Zumal unsere Einheit angeschlagen ist, das würden wir nicht überleben. Da kommen wir nicht hoch. Dann gehen wir gleich hier ein zurück. Oh, ist das toll hier. Also der hat eine so unglaublich geniale Position hier. Wenn er hier ein Wissenschaftszentrum hinsetzt, dann kriegt er hier noch 5 extra Wissenschaft. Hier hat der Wissenschaft ohne Ende, wenn er hier was hinsetzt. Ich zeige euch das mal. Ja. Ah, schade, er hat hier keine Möglichkeit, hier was anzugrenzen. Dann hier zwei Bezirke, 2 Wissenschaftsbezirke. Hier Produktion ohne Ende. Also das ist der Wahnsinn. Zum Thema Wissenschaft haben die Olmeken hier wirklich eine unglaublich gute Position. Das muss man denen echt mal lassen. Das ist echt, echt krass. Okay. Nächste Einheit. Du bitte einmal da die Zuflucht. So, nächste Einheit. Dahin. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Einfluss bekommen. Na, Gold ist auch nicht schlecht. Ein alter Schatz, den wir gefunden haben. Da unten geht es in der nächsten Runde hin. So, jetzt zoomen wir mal ein bisschen raus, damit ich weiß, in welche Richtung wir gehen. Die Einheit kümmert sich hier rum. Wir gehen jetzt da unten lang und dann so eine Schlangenlinie erkunden wir das. Die Einheit... Jetzt müssen wir mal gucken. Die Einheit geht in die Richtung. Nein! Die Säcke haben... Wie bitte? Die haben hier echt einen Außenposten gebaut? Unglaublich. Also das heißt ja schon fast Krieg. Also ganz ehrlich, das ist ja unglaublich. Zumal er hier das Weltwunder hat, ne? Der will sich dieses Weltwunder schnappen. Das ist ja... Also das ist ja dreist. Also das riecht hier nach einem Krieg. Das muss man mal ganz klar sagen. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Dann müssen wir hier ganz dringend jetzt in Richtung Kriegsproduktion gehen und Einheiten bauen. Aber das ist absolut inakzeptabel. Also, das geht gar nicht. Dann gehen wir mit dir tatsächlich
Nur mit dir weiter. Einmal dahin. Und mit dir gehen wir schon mal zurück. In die Richtung. So. Und er wird dann ihn unterstützen und hier unten in die Richtung erkunden. Also das ist ja dreist. Unglaublich. Da sagt noch mal einer, die KI siedelt nicht so gut. Flussübertritt. Damit hat sich die Bewegung erledigt. Ich hoffe, hier kommen wir durch. Ja, wir kommen hier durch. Was für Weltwunder und Kuriositäten werden uns hier erwarten? Gehen wir oben lang oder unten? Wir stellen uns erstmal da hin und wir entdecken genau gar nichts. Wir wissen nämlich noch nicht, was hinter diesen Hügeln verborgen liegt. Och, ist das eine geile Ecke. Sehr hübsch. Ich würde sagen, wir gehen hier lang in den Bereich und dann gucken wir mal. Also das ist unheimlich dreist, was er hier gemacht hat. Und wie gesagt, er will sich das Ding sichern, zur Stadt ausbauen und dann hier weiter. Ganz klar. Ich würde es so machen. Ich hätte es auch so gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, Chapeau, habe ich nicht erwartet. Wirklich. Also den Zug habe ich nicht erwartet. Ich habe wirklich gedacht, dass er da stehen bleibt. So, aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir Cervantes anschließen können und was das kostet. Wir müssen im Hinterkopf behalten, 30 kostet das anschließen. Wir können es anliedern für 80. Okay, das wird aber mit Sicherheit teurer, wenn wir Kara an sie Par angegliedert haben. Zack. Damit ist die Produktion hier auch ein bisschen beschleunigt worden. Und jetzt gucken wir nochmal. Das sind jetzt wahrscheinlich 130, ne? Ja, genau. Jetzt kostet 130 und das würde ich tatsächlich beim nächsten Mal machen, dass Babylon schneller wächst. Denn da müssen wir jetzt in Richtung Produktion gehen und danach gliedern wir für, es müssten 160, 170 sein, ein an Sipar an. Beziehungsweise ich würde wahrscheinlich sogar weitergehen in Richtung der Bezirke. Die Frage ist nur, wie viel kostet ein Bezirk? 55. Wir könnten ihnen hier den Weg abschneiden, indem wir möglichst hier jetzt Bezirke hinsetzen oder Außenposten. Das könnten wir machen. Ich möchte ihn jetzt abstellen, um diesen Bereich hier zu überwachen. Jetzt gucken wir mal, was wir hier oben haben. Da haben wir die Flüchtlinge. Das sind aber ganz normale Krieger. Und unsere Speer, die sind nicht allzu stark. Also wir müssen jetzt auch auf jeden Fall in Richtung der Militäreinheiten gehen, dass wir hier Militär produzieren. Denn er hat hier schon Pferde und er wird mit Sicherheit mit Pferden kommen. Das heißt, wir brauchen unsere Kavallerieabwehreinheit. Jetzt gucken wir da nochmal rein, was die uns kostet. Die hätten wir in 3 Runden und die kostet 1 Kupfer. Kupfer können wir kriegen. Das heißt, wir können unsere Kavallerieabwehreinheit bauen. Okay, das ist gut. Das heißt, wir halten uns mit weiteren Produktionen noch zurück, bis wir die Bronzeverarbeitung haben. Ach, das hatten wir erst in den nächsten. Das sind noch 6 Runden. Okay. Also, Plan für die Zukunft. Kavallerieabwehreinheiten bauen. Und dann werden wir den Nubiern den Krieg erklären. Also, das ist absolut, absolut inakzeptabel. Kurzfristiges Ziel. Ich will hier 2 Außenposten bauen, dass wir auf jeden Fall das Weltwunder für uns beanspruchen. Und dann müssen wir auch ihn hier im Auge behalten, dass er sich nicht weiter ausbreitet. Oh Mann, Leute. Es wird spannend. Nächste Runde. So, neuer Groll verfügbar. Ihr könnt um eine Kriegsentschädigung bitten. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das ist völlig, also das ist nicht gewinnbar für uns. Wir ziehen uns hier zurück. Die Kriegsunterstützung der eurer Bevölkerung gegen die Olmeken fällt um 5. Das Problem ist halt, unsere Einheit ist hier angeschlagen. Dann gehen wir einfach hier unten lang. Da möchte ich jetzt auch keinen weiteren Stress haben. Wir können mal gucken, ob wir mit ihm eventuell einen Nicht-Angriffspakt schließen. Er ist zögerlich. Vielleicht klappt das ja. Vorschlagen für 60. Ja, ja, können wir machen. Finde ich gut. Ja. Ja, können wir machen.
Ich finde es übrigens sehr interessant, dass er erst dieses Gebiet sich geholt hat, nachdem wir die Kartenteilung gemacht haben. Also, Chapeau. Shit happens. Da sind wir echt, also an der Nummer sind wir selbst schuld. Denn wir haben ihm die Karten gegeben, damit er weiß, wo er siedeln muss. Naja, okay. So, was will er? Nix. Da steht nur, dass sich seine Meinung geändert hat. Dann ziehen wir mal unsere Einheiten. Mit dir gehen wir mal hier oben lang und gucken uns mal die Situation an. Jawohl, einmal dahin. Nächste Einheit. Mit dir gehen wir hier runter. In die Richtung. Ist die Frage, ob da noch irgendwo eine Kuriosität auf dem Weg ist? Nee. Dann gehen wir dahin und danach in die Richtung. So, mit dir wollten wir hier lang. Und da hat er tatsächlich, was hat er denn da? Normale Speer. Ein Regiment Speer. Okay. Ja, das sollte aber kein Problem sein. Wir müssen das Ding kriegen, solange es noch ein Außenposten ist. Wenn er das von der Stadt ausbaut, dann ist es verloren. Dann kriegen wir es nicht. Okay, einmal dahin. Ich hoffe auf ein bisschen Einfluss. Ah, Geld. Also ich meine, was heißt Geld? Ich meine, Geld ist gut, aber wir bräuchten ein bisschen Einfluss. Wir gehen mal hier rauf, auf den Highground und gucken mal, was wir da haben. Nächste Einheit. Er geht hier runter. Follow me. Und bei ihm hatten wir gesagt, gehen wir... Wow. Meine Herren, ist das hübsch. Gehen wir hier lang. Er kommt da wahrscheinlich nicht runter, ne? Dann gehen wir mal im Fluss entlang und gucken, dass wir hier lang kommen. Dass wir diesen Bereich erkunden. Nächste Einheit. Nochmal rauszoomen. Erst die Zuflucht und dann da lang. Einmal die Zuflucht. Nächste Runde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er in der Runde ihn auch direkt zur Stadt ausbaut. Nee, hat er nicht gemacht. Wir könnten uns jetzt aber da reinstellen. Wir könnten eventuell... Ja, wir könnten es plündern. Wir machen das noch nicht. Ich will erst gucken, dass wir hier hinten die Territorien uns holen. Wie viel kostet das hier? 30. Das können wir uns sogar leisten. Ja, das machen wir. Das muss ihn aber auch unheimlich viel Einfluss gekostet haben. Gut, ich meine, er konnte damit eh nichts anfangen, ne? Aber trotzdem hat es ihn unheimlich viel Einfluss gekostet. So, dann bewegen wir die ganzen Einheiten. Dich bewegen wir... Tja, ist die gute Frage, ne? Ihn bewegen wir darunter. Dann gucken wir mit ihm mal hier in den Fock rein. Und dann gehen wir da lang. Einmal da hoch. Gucken, ob wir da noch was Interessantes haben. Jawohl, da unten können wir hingehen. Machen wir hier einen Bogen und dann holen wir uns das. Mit dir holen wir uns die Kuriosität. Das bringt uns mehr Gold. Sehr gut. Nächste Einheit. Einmal darauf bitte. Jawohl. Und das bringt uns noch mehr Gold. Wahnsinn. Haben wir irgendwas? Ach, das ist nur das Gold, was wir verdienen. Das ist ja schade. Also ich dachte, das ist auch das Gold, was wir kriegen. Hm, okay, gut. Dann gehen wir mit dir erstmal weiter in die Richtung. Das war hier weiter erkunden. Also der hat, also ich komme da nicht über hinweg. Der hat aber auch ein... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldige bitte. Der hat aber auch ein unglaubliches Glück. Hier sind auch nochmal heiße Quellen, die ihm Forschung bringen. Wahnsinn. Also er hat richtig viel Forschungsboni hier. Meine Herren. So, nächste Einheit. Einmal kurz schauen. Wir gehen dahin. Einmal hier runter.
Sehr hübsch. Das scheint hier das Ende zu sein und dann geht es wahrscheinlich hier wieder hoch. Mit dir gehen wir dahin. Ja, da ist tatsächlich nichts. Ich würde gerne hier runter. Das kriegen wir sogar hin. Jawohl. Dann machen wir das in der nächsten Runde und gehen dahin. Wir können eigentlich den Befehl schon geben, dass wir da lang gehen. Und, oh, da ist der nächste. Seht ihr das? Da ist der nächste Gegner. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich jetzt ein bisschen beeilen, um uns weiter auszubreiten. Hier ist der nächste. Da ist einer. Was heißt ein bisschen beeilen? Ich meine, wir haben ja noch genug Platz. Ah, doch, ein bisschen beeilen müssen wir uns trotzdem. Das heißt, mit den beiden Städten sollte es erstmal passen. Und jetzt müssen wir wieder in Richtung Außenposten gehen. So, einer mir ist untätig. Einmal hier durch diesen Gebirgspass, bitte. Sehr schick. So. Das Picken der Hühner. Wahrsagerei breitet sich im Reich aus. Priester suchen in den Tiereingeweiden, den Flugbahnen der Vögel, der Position der Sterne, heiligen Tränken und sonst wo nach göttlichen Nachrichten. Ihre Praktiken sind nur jedoch so abgedroschen und bizarr, dass das gesamte Reich im chaotischen Aberglauben abzurutschen droht. Militärbefehlshaber deuten sogar das Pickverhalten der Hühner. Was wollt ihr tun? Wir feiern in allen Städten. Das bringt 10 Stabilität oder Glaube. Oder Wissenschaft. Also, als Babylonier würden wir uns, glaube ich, für die Wissenschaft entscheiden. Das machen wir. Ein Hoch auf die Wissenschaft. So, nächste Runde. Die Töpferscheiben dienten vermutlich als Vorlage für das Rad. Letzteres hat das Transportwesen und die Kriegsführung revolutioniert. Und jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo Straßen haben. Jawohl, hier hoch geht eine. Hier rüber geht eine. Hier hin. Oh, sehr schön. Haben wir unten auch eine? Nein, noch nicht. Aber das werden wir hoffentlich bald ändern, denn wir holen uns das Territorium. Einmal dahin. Denn ich will dieses Territorium haben. Komme, was da wolle. Jetzt ist die Frage, wo wir uns hier hinbauen. Also so richtig gut ist ja hier nichts, ne? 8, 6, 7, 10 und 2. 3 und 5. 8 und 5. 5 und 8. 12. Aber wir können uns hier nicht ausbreiten. Was können wir denn hier erwarten? Das ist ja eher Produktion, ne? Dann müssten wir hier ein bisschen mehr in Richtung Nahrung gehen. Das wäre eher hier oben. 9 und 3. 10 und 2. Das dauert 13 Runden, das Ding zu bauen. Das ist aber auch eine, also das ist jetzt echt eine schwierige Entscheidung. Wir hätten hier 9 und 6. Aber das ist mir zu nah an ihm hier. Jetzt ist die Frage, ob wir hier irgendwo eine strategisch gute Position haben. Ja, das wäre er hier. Hier könnten wir das hinbauen. Das wäre ganz gut. Hier hätten wir einen Highground und er könnte von unten... Er muss immer nach oben angreifen. Hier an der Position. Was bringt uns das denn hier? 7 und 5. Da Bauernviertel hin. Das bringt noch ein bisschen was. Ja, wir bauen das dahin. Einfach aus strategischen Gründen werden wir das da hinsetzen. Und danach gehen wir hier runter. Ich will den Lake Hiller haben. Also Hillier haben. Das kommt nicht in Frage. Das lassen wir nicht zu, dass das der Nubier bekommt. Auf keinen Fall. So, nächste Einheit. Einmal. Na, ich will erst dahin. Einmal darunter. Sehr gut. Und danach gehen wir in die Richtung. So. Mit dir gehen wir. Tja, wo gehen wir hier lang? Ich würde sagen.
kommen wir hier irgendwie rauf? Eventuell hier, ne? Gehen wir mal dahin. Und dann erkunden wir erstmal den Bereich in der nächsten Runde. Nächste Einheit. Einmal hier runter, bitte. Und da rein. Jawohl, plus 10 Einfluss, das ist gut. Das können wir tatsächlich gut gebrauchen. So, nächste Einheit. Da lang, bitte. Und dahin. Und hier ist er tatsächlich. Von hier bis wohin? Bis da. Und da hat er schon Außenposten gegründet. Oh, der ist ganz schön groß. Eieiei, okay. Also einmal darunter. Da haben wir den nächsten Freund oder Feind. Wir werden es sehen. Du gehst da lang. Und danach hier lang. Und erkundest erstmal das. Dann gehen wir bitte da hoch. Dann hat er seinen Plan und geht in die Richtung. Nächste Einheit. Du gehst bitte da lang. Ich möchte gerne wissen, wie weit er sich schon ausgebreitet hat und vor allen Dingen, wie die Karte hier weitergeht. Und dazu gehen wir mal da rein in der nächsten Runde. Okay, nächste Runde in der nächsten Folge. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der Folge ist unheimlich viel passiert. Wir haben anderthalb neue Zivilisationen getroffen. Die Olmeken, hier unten ist noch einer. Und der Nubia hat sich unglaublich dreist hier ausgebreitet. Und das, ganz ehrlich, das riecht nach Krieg. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen, euer Strateginer. Ciao, ciao.